Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt euch sicherlich gewundert, warum wir am Dienstag kein Update bekommen haben. Dafür haben wir auch am Montag auch keine Patch Notes bekommen, das habe ich ja in meinem Discord und in der YouTube Community Notes reingeschrieben. Das lag einfach daran, was ich gelesen habe, dass anscheinend am Montag ein Feiertag in Korea war und wir wissen ja nicht, Marvel sind von Korea Devs. Haben Korea Devs gemacht und deswegen anscheinend kam kein Update raus. Kann ich nachvollziehen, ist ein Feiertag für die, dann alles gut und so. Wenn es jetzt einfach nur ein läppischer Fehler gewesen wäre, dann würde ich es nicht verstehen, weil die Patch Notes sind wirklich nicht groß. Patch Notes sind wirklich nicht groß, aber gut, was will man machen, was will man machen? In diesem Patch kommen ja natürlich die Camilla rein, die neue, ich glaube 600 Banner war es genau, und der LR King. Beide vom Outfit richtig her, von Design her richtig krank. Also Camilla mal wieder echt on top. Camilla ist immer eine geile, sage ich dir ganz ehrlich. Aber sie ist nie richtig gut gewesen. Sie ist aber jetzt so eine Alternative zu Nanashi. Weil wenn ihr nicht wisst, was sie macht, schaut euch mein Video von letzter Woche an. Sie bufft Unknowns in the back. Also sie ist eine Back-Unit und bufft Unknowns. Und das ist schon mal sehr, sehr krass, weil... Wenn ihr genau überlegt, haben wir seit Nanashi keine neue Unknown Backline bekommen. Jetzt, sie ist jetzt nicht overall besser als Nanashi und auch nicht gleich gut, glaube ich, ein Ticken schlechter, was mich ein bisschen irritiert. Finde ich auch schade, aber gut, ist halt so. Aber Alternative heißt nicht immer, dass sie besser sein muss. Wenn Nanashi zum Beispiel 100% gibt, dann kann sie vielleicht so 90% sein, so wisst ihr, was ich meine. Wenn man Nanashi nicht hat oder so, was komisch wäre, aber Nanashi ist eine sehr, sehr alte Unit oder keinen Bock auf Nanashis Relic hat, weil man irgendwie Dogs noch nicht schafft, dann ist sie sehr gut, weil Nanashi ist ja nur mit seinem Relic eine gute Unknown Backline. Ohne sein Relic kannst du ihn ja nicht für Unknown benutzen. Dafür ist ja sie dann da in der Theorie, weil das ihre Passive ist. Trotzdem würde ich euch empfehlen, in Nanashi zu investieren, vor allem wenn ihr ihn schon habt, weil da lohnt sich's ein bisschen mehr. Aber vom Designer muss ich mal wieder sagen, einer der Top-Units, wirklich. Design-wise ist Camilla immer ganz oben dabei. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann natürlich haben wir auch noch den LR Blue King. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Früher meine Lieblings-Unit gewesen, also wirklich zu den OG-Zeiten, 2020, wo das Game rausgekommen ist. Und ich habe ihn immer gefühlt. Ich habe mit Lost Vane gespielt, mit der Dinger, mit der Liz, die wo stirbt, wenn sie stirbt, dass man dann zwei Ult-Gage bekommt. Und das war immer so mein Meme-Team, damit habe ich mich hochgearbeitet zu Champion, muss ich euch ehrlicherweise gestehen. Und richtig cool, ich liebe diesen Typen so krass und ich werde ihn wahrscheinlich auch LR Awaken, egal, also ich hätte ihn so oder so LR Awaken, sage ich euch ganz ehrlich, egal ob er gut geworden wäre oder nicht. Und er ist ja jetzt sowieso nicht allzu crazy, weil er nur mit Giants und Feen funktioniert, genau. Wir wissen aber nicht, was die Zukunft für uns hält, zum Beispiel, wir können ja noch die Feen und Giants aus dem Film bekommen. Oder vielleicht einfach neuen Gloxinia, neue Feen oder sowas. Und ich glaube, oder neue Diane, Festival Diane oder neue Droll. Festival Droll kann ich mir gut vorstellen. Oder ein anderer Giant. Es gibt so viele Giants. Und was man nicht vergessen darf, man kann nie mit dem neuen, wer ist denn nochmal, mit den neuen Eren spielen aus dem Attack on Titan Collab, weil er gilt auch als Giant. Deswegen würde ich da ein bisschen gucken, ob man da ein geiles Team zusammenstellen kann. Ich habe leider den Eren nicht, aber vielleicht könnt ihr ja gucken, was ihr da machen könnt. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was die beiden Units machen, dann schaut euch mein Video von letzter Woche an. Sein Outfit finde ich auch echt cool, aber ich muss euch sagen, das beste LR-Outfit finde ich noch immer, ist das von LR Zeldis und Lost Vane. Die beiden finde ich auch immer die krassesten LR-Outfits. Wobei ich euch sagen muss, das Outfit von Galan und Gloxinia sind auch nicht schlecht. Die beiden Outfits sind auch nicht schlecht, aber ich denke, LR Zeldis ist ganz oben, dann Lost Vane, dann Galan und dann Gloxinia. Oder wobei, Galan und Gloxinia kann man auf die gleiche Stufe stellen. Finde ich sehr fresh, die Outfits. Das finde ich jetzt eines der etwas schlechteren Outfits, sowie auch das von Margaret und auch von der Escanor. Alice sieht auch noch cool aus, ist jetzt nicht schlecht, aber ist einfach so neutral, sehe ich das. Sieht schon cool aus, aber ja. Hier seht ihr nochmal, was er macht. Von Verbesserung von seinen Alten und sowas. Das ist halt, das finde ich am lustigsten, seine Passive davor. Einfach Fairy Allies, Basic Stats werden um 8% erhöht und jetzt die Passive. Einfach ein Buch, Digga. Finde ich schon sehr, sehr lustig, finde ich schon sehr, sehr lustig. Und nicht vergessen,
Falls ihr das Video schaut und ich gerade live streame, dann kommt natürlich in meinen Stream. Würde mich sehr, sehr freuen. Es kann aber auch sein, dass das Video rauskommt, kurz bevor ich streame. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache. Ich kann es auch kurz bevor ich streame machen, also gar kein Ding. Aber ich frage wahrscheinlich noch in meinem Stream nach. Ich glaube, ich frage einfach in meinem Stream nach und frage, ob ich jetzt das Video schon hochladen sollte oder erst nach dem Stream, dass sie nach dem Stream nochmal was zum Anschauen haben. Aber falls nach dem Stream sein sollte, dann grüße ich schon mal wahrscheinlich meine Watcher, die gleich im Livestream dabei sein werden. Was geht, sollte Dragon? Ich glaube, mein Mitglied Tim wollte auch noch mitkommen. Zocker Tim. Aber gucken wir mal, ob er dabei ist. Aber ja, wenn ihr auch Mitglied werden wollt, natürlich, ihr wisst, wo der Button ist. Würde mich sehr freuen. Aber sonst war es tatsächlich auch noch mit den Patch Notes. Wir haben jetzt nur noch dieses Final Boss Tamil und Zariel. War, glaube ich, nicht allzu schwierig, wie ich in Erinnerung hatte. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Challenger, glaube ich, war in Ordnung schwierig. Aber ich glaube, es war auch einer der ersten Challenger Event Final, Event Final Boss, eines der ersten Challenger Final Bosse, die es jemals gab. Ich glaube, allzu schwierig sollen die es nicht sein, aber die passen es ja meistens immer zu den neuesten Units an. Also zum Beispiel, jetzt haben wir so gesagt den neuen Ultimate Escanor bekommen und die passen das sozusagen an seinem Level an und nicht mehr an dem LR Escanor sein Level. So, wisst ihr, was ich meine? Weil wenn es LR Escanor sein Level wäre, könnte es der neue Ultimate Escanor komplett solon. Deswegen, ich glaube, die passen es immer mal wieder an. Aber wie gesagt, das war es auch schon mit dem Patch Notes. Wirklich nicht groß, deswegen schade, dass sie es verschoben haben um zwei Tage tatsächlich. Macht für mich keinen Sinn, auch wenn die einen Feiertag hatten. Das Update hätten die doch trotzdem rausrollen können, so wisst ihr, was ich meine. Aber gut, ich bin kein Dev, die haben Feiertag, die arbeiten nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten. Das war's.